Okay, dann herzlich willkommen zum zweiten Vortrag im letzten Vortragslot hier. Und nachdem wir eben von Pascal gehört haben, was alles so an Datenspuren über uns in der OpenStreetMap-Datenbank zu finden ist, wird der Falk uns jetzt erzählen, wie die rechtliche Situation dazu aussieht und vor allem in der Zukunft aussehen wird. Ja, recht vielen Dank und willkommen zum Vortrag Datenschutz und OpenStreetMap. Es scheint ja doch einige zu interessieren. Es gibt ja auch wenig spannendere Dinge als den Datenschutz auf dieser Welt. Wir werden uns zunächst also noch mal kurz damit beschäftigen, was personenbezogene Daten sind und was ist das eigentlich mit dieser ominösen Datenschutzgrundverordnung, von der hier jeder redet, auf sich hat. Dann erkläre ich noch so kurz die Schutzmechanismen im Datenschutzrecht und so weiter und so fort. Jetzt sehe ich hier auf meinem Bildschirm nur die Hälfte. Wenn ich was vergesse, liegt es daran, dass ich es hier nicht sehe. Ja, und zum Schluss gucken wir uns dann so ein bisschen datenschutzrechtliche Erlaubnistatbestände an und gucken, was macht OpenStreetMap jetzt und was können wir tun, wenn dann die Datenschutzgrundverordnung gilt. Das ist aber echt doof hier. Es gibt verschiedene Bereiche, wo Datenschutz eine Rolle spielt. Kurz gesagt, überall dort, wo es um personenbezogene Daten geht, was das ist, das haben wir dann gleich noch mal kurz. Aber man kann sich das angucken bei der OSMF, wenn die ihre Mitglieder verwaltet, personenbezogene Daten. Nicht alle Mapper sind Mitglied bei der OSMF, aber Mapper hinterlassen Daten, wie Pascal gerade sehr anschaulich dargelegt hat. Also da haben wir personenbezogene Daten. Dann gibt es die Möglichkeit, GPS-Tracks hochzuladen. Auch da zumindest potenziell personenbezogene Daten, weil es gibt ja Auskunft über den Aufenthaltsort einer bestimmten Person. Und dann haben wir eben unsere... Das geht hier. Ich muss mich woanders hinstellen. Also ich kann keinen Vortrag halten, wenn ich nicht sehe, was ich erzählen soll. Ja, und dann haben wir halt noch OpenStreetMap, Daten und Informationen, die wir dann an Dritte geben. Ja, wir haben in der Datenbank die Informationen über die Mapper und die geben wir dann über die OSMF als Lizenzgeber, liefern wir die mit unserer Datenbank aus. Nächstes Problem mit personenbezogenen Daten. Dieses Bild gibt diese Konstellation noch mal ein bisschen wieder, weil wir beschäftigen uns jetzt hier ausschließlich mit den potenziell personenbezogenen Daten über Mapper in der Datenbank. Also ich knüpfe an das an, was Pascal sagt. Hier geht es nicht um Mitgliederverwaltung etc. Diese Grafik, also wer ein fotografisches Gedächtnis hat, merkt sie sich so, alle anderen prägen die sich jetzt ein. Weil diese Konstellation ist ganz wichtig. Wir haben auf der einen Seite unsere Contributor Terms und die Beitragenden. Und wir haben auf der anderen Seite die OSMF als Lizenzgeber und Auslieferer der OpenStreetMap-Daten. Und beides ist datenschutzrechtlich unterschiedlich zu behandeln. So, jetzt noch mal kurz, was sind personenbezogene Daten? Dazu habe ich vor einiger Zeit schon mal was gesagt, damit die Zeit reicht. Eigentlich müsste ich 50 Minuten reden, ich darf aber bloß 20 reden, verweise ich hier einfach mal auf einen alten Vortrag, weil so viel ändert sich für uns in Deutschland eigentlich nicht. Wir haben ja bisher das Bundesdatenschutzgesetz und was personenbezogene Daten sind, lautet jetzt ein bisschen anders in der Formulierung, aber in der Sache bleibt es eigentlich gleich. Und in dieser Definition steckt nämlich auch schon gleich das Problem. Personenbezogene Daten sind alle Informationen, die sich auf eine identifizierte Person beziehen. Also wir haben die unmittelbare Verknüpfung eines Sachdatums, einer Sachinformation mit einer Person. Falk Scheile hält auf der Foskis einen Vortrag, unmittelbare Verknüpfung. Aber hier steht auch identifizierbare Person. Ja, und wenn es jetzt heißt, Falkius macht einen Vortrag auf der Foskis, dann bin ich erstmal noch nicht identifiziert, aber ich bin identifizierbar. Jetzt guckt jemand, oh, Falkius, wer verbirgt sich denn hinter diesem Namen? Wenn man das googelt, kriegt man das bestimmt raus und dann weiß man, ah, Falk Scheile. Da hat man also aus einer identifizierbare natürliche Person. Und das macht das Datenschutzrecht unglaublich weit, ja, weil eben auch identifizierbare Personen darunter fallen. Und deswegen sind eben auch unsere Nicknames in der OpenStreetMap-Datenbank
potenziell personenbezogen, weil man rauskriegt, wer verbirgt sich denn dahinter? Und so sieht das dann ungefähr aus. Ne? Man hat an jedem Weg und an jedem, also alles, was in der Datenbank steht, sieht man, wer war's, der User, und er hat dann eine User-ID, man sieht, wann er es gemacht hat, etc. Eben das, was Pascal auswertet, ne, steht alles schön, säuberlich erfasst in unserer Datenbank. So, jetzt Datenschutzgrundverordnung, das unbekannte Wesen. Aus deutscher Sicht ändert sich eigentlich gar nicht viel. Alles das, was wir jetzt im Rahmen der Datenschutzgrundverordnung diskutieren, hätten wir eigentlich mehr oder weniger schon in Deutschland seit langem umsetzen müssen, unter der Geltung des Bundesdatenschutzgesetzes. Es hat eben bloß niemand interessiert. OpenStreetMap ist ein internationales Projekt und da haben die anderen alle gesagt, ja, ja, die Deutschen mit ihrem Datenschutz, lassen wir die doch mal reden. Jetzt ist es ein europäisches Problem mit der Datenschutzgrundverordnung, denn die gilt in der gesamten Europäischen Union. Wie gesagt, wenn man sich dann ein bisschen detaillierter anguckt, dann sieht man, dass sich doch einige Sachen gegenüber dem Bundesdatenschutz geändert haben, aber das ist handhabbar. So, habe ich noch was vergessen? Ach ja, und Großbritannien, dass man sieht, dass Datenschutz also auch, das ist nicht bloß Datenschutz, das ist auch ein Kampfthema, weil man kann auch Länder richtig ärgern, wenn man sagt, ihr habt nicht das gleiche Datenschutzniveau, wie wir es haben. Wir können, ihr kriegt die Daten oder ihr dürft keine Daten mehr aus der Europäischen Union in eure Konzernzentralen oder sowas übertragen. Da wird das auch zum wirtschaftlichen Kampfinstrument, wenn der Datenschutz im Ausland nicht gewahrt wird. Gut, jetzt erkläre ich nochmal so kurz die Grundzüge des Datenschutzes. Ja. Das, was wir schon am Dienstag gehört haben, oder Mittwoch beim Lightning Talk, dass sie sagen, oh, das sind doch alles Daten, die sind doch gar nicht so schlimm, die sind doch gar nicht so wichtig. Ja, das ist dem Datenschutzrecht völlig Schnurz. Das Datenschutzrecht geht erstmal davon aus, kein Datum ist unbedeutend, weil man eben sagt, man kann alle möglichen Daten miteinander verknüpfen und verschneiden. Das heißt, wir haben personenbezogene Daten, wir fügen weitere Daten hinzu und kriegen ganz andere zusätzliche Informationen, die aus den einzelnen Datensätzen nicht erkennbar waren. Deswegen ist jedes Datum eigentlich potenziell gefährlich. Ein bisschen paranoid, aber eben auch ein bisschen berechtigt. Und deswegen sagt man, wir haben das Verbot mit Erlaubnisvorbehalt im Datenschutzrecht. Alles, was nicht ausdrücklich erlaubt ist, das ist verboten mit den Daten. Dann muss man natürlich entsprechend, damit das Ganze dann doch irgendwie in der Wirklichkeit funktioniert, Erlaubnistatbestände schaffen. Diese ermöglichen erst die Nutzung. Das heißt, immer wenn man personenbezogene Daten verwenden will, nutzen will, muss man sich auf den Weg ins Gesetz machen und gucken, finde ich denn einen Erlaubnistatbestand für mich? Kommen wir gleich noch zu. Ja, und dann haben wir da noch ein paar Dokumentationspflichten, ne? So nach dem Motto, er weiß doch Bescheid, dann soll er sich hinterher nicht beschweren. Gut. Und man hat natürlich als Betroffener auch Auskunftsrechte gegenüber demjenigen, der Daten verarbeitet und jemand, der mit personenbezogenen Daten umgeht, hat man Auskunftspflichten oder Informationspflichten. Dieser radikale Ansatz, alles ist verboten, was nicht erlaubt ist, bringt, wie gesagt, einige Probleme mit sich. Und da das Datenschutzgesetz ja auch nicht alles einzeln aufführen kann, findet man dort wieder jede Menge Generalklauseln, wo man dann eben versuchen muss oder überprüfen muss, passt mein Lebenssachverhalt unter diese Generalklausel. Ja, ein schönes Betätigungsfeld für Datenschutzbeauftragte und Rechtswissenschaftler, aber eben für die Wirklichkeit nicht so richtig geeignet, weil jemand, ein Informatiker oder so, will sich halt damit eigentlich nicht beschäftigen. Das ist aber dem Datenschutzrecht egal. Man kann ja jemanden fragen. Insgesamt, da das so generalklauselartig ist, läuft es fast immer auf irgendwelche Abwägungstatbestände letztendlich hinaus. Haben wir gleich noch. Ja, was steht da noch? Ja, und solche Sachen wie OpenStreetMap,
wo die Leute eben auch darauf angewiesen sind, dass sie miteinander kommunizieren und gemeinsam an Projekten arbeiten. Und das geht nun mal nicht ganz ohne oder zumindest potenziell personenbezogene Daten. Ja, das ist dem Datenschutzrecht völlig egal. Die sagen, so sind die Regeln, passt euch an, findet eure Lösung. Wenn ihr keine findet, euer Problem, nicht das des Datenschutzrechts. Schauen wir uns die datenschutzrechtlichen Erlaubnistatbestände jetzt vielleicht mal so ein bisschen an, um die Chancen und Risiken fürs OpenStreetMap-Projekt zu beleuchten. Wir haben bei den Ermächtigungsgrundtatbeständen in der Datenschutzgrundverordnung zwei wichtige, nämlich vertragliche Beziehungen. Ja, jeder Mapper schließt mit der OpenStreetMap Foundation einen Vertrag, die Contributor Terms. Und die rechtlichen Pflichten, die OpenStreetMap Foundation hat die rechtliche Pflicht, nach Möglichkeit keine Rechte anderer zu verletzen, sprich zum Beispiel Lizenzrechte. Diese vertraglichen Beziehungen, ja, die spielen in der Wirtschaft eine ganz große Rolle. Jeder, der einen Vertrag schließt, da stehen ja die Adresse drin und so weiter und so fort. Das Unternehmen, mit dem man den Vertrag schließt, darf mit diesen personenbezogenen Daten umgehen im Rahmen des Vertragsverhältnisses, weil es eben diese Ermächtigungsgrundlage dafür gibt. Nur deswegen dürfen die damit umgehen. Und damit es noch ein bisschen komplizierter wird, haben wir Erlaubnistatbestände oder Ermächtigungstatbestände nicht nur in der Datenschutzgrundverordnung, sondern wir haben auch noch eine Öffnungsklausel, dass der nationale Gesetzgeber auch noch Erlaubnistatbestände schaffen darf. Also man muss dann immer als Jurist nicht ein Gesetz lesen, sondern immer mindestens zwei, drei, zumindest um alles abzuklären. Was noch ganz wichtig ist, neben diesen festen gesetzlichen Erlaubnistatbeständen, von denen ich hier die wichtigsten genannt habe, ist die Einwilligung des Betroffenen. Wenn man den Betroffenen fragt und sagt, darf ich mit deinen Daten das und das und das tun? Und er sagt, ja, das darfst du. Ja, dann darf ich's. Also Einwilligung geht auch immer, hat aber auch so seinen Hinkefuß. Schauen wir uns die vertraglichen Beziehungen als Erlaubnistatbestand nochmal so ein bisschen an. Ein Open-Source-Projekt funktioniert nicht, ohne dass man miteinander kommunizieren und zusammenarbeiten kann. Und das funktioniert nur, wenn man sich auch irgendwie kennt. Die OpenStreetMap Foundation, ja, die muss gewährleisten, dass die Datenbank nicht vandaliert wird, dass die Datenqualität sicher ist. Also das ist auch ein Interesse der Community, aber natürlich auch der OSMF als Datenbankinhaber sozusagen. Und sie muss ihre Daten rechtlich absichern. Das heißt aber auch, sie muss gegebenenfalls, wenn sie angegriffen wird, weil angebliche Rechtsverletzungen sich in der Datenbank befinden, mal nachgucken können, wer war das denn von meinen Mitwirkenden? Ja, wo kommen denn die Daten her, die da moniert werden? Bisher sind diese Contributor Terms, die wir da haben, im Wesentlichen auf die rechtliche Absicherung von Lizenzverletzungen gerichtet und auf Lizenzwechsel. Also eigentlich haben die nur das Immaterialgüterrecht, also alles, was ja, Copyright und sowas angeht, im Fokus. Das müsste man dann gegebenenfalls ändern und die Contributor-Terms so ein bisschen aufbohren, weil das ist ja dann die vertragliche Grundlage zwischen den Mappern und der OpenStreetMap Foundation als Datenbankinhaberin. Und da müsste man dann eben gegebenenfalls klarstellen, dass es Ziel des Vertragsverhältnisses auch ist, das Community-Projekt zu fördern, die Kollaboration, die Selbstkontrolle, die Qualitätssicherung. Wenn man das da alles ausdrücklich reinschreibt, gehört es zur vertraglichen Grundlage. Und dann können wir uns auf die Ermächtigungsgrundlage vertragliche Beziehungen in der Datenschutzgrundverordnung berufen. Eigentlich ganz einfach, wir müssen uns bloß ein bisschen anpassen. Problematischer wird die ganze Sache nach außen. Gegenüber Dritten. Ja, die andere Seite dieser Grafik, die ihr euch merken solltet. Da geht es eigentlich zunächst erstmal bloß um die Lizenzierung der OpenStreetMap-Daten. Und da fallen alle Gesichtspunkte, die ich hier gerade genannt habe, weg.
Schutz vor Vandalismus, Sicherung der Datenqualität. Die Leute, die die Daten runterladen, die müssen die Daten so nehmen, wie sie sind. Das heißt, die haben dann aber auch nicht zwingend ein Interesse da, oder was wollen die mit unseren User-Daten? Und entsprechend sehe ich da ziemlich große Probleme, wenn wir also personenbezogene Daten mit der Datenbank immer ausliefern, weil das wollen die unter Umständen auch gar nicht, diese Daten, weil die müssen ja dann auch wieder datenschutzrechtliche Anforderungen einhalten. Das ist den meisten gar nicht bewusst. Das heißt, nächste Folie, so. Entweder wir liefern die Daten anonymisiert oder pseudonymisiert aus, das geht auch immer, ja, dann ist der Personenbezug ja erstmal weg. Oder wir schließen Auftragsdatenverarbeitung. Wenn also jetzt jemand zum Beispiel so einen Service macht wie Pascal, dann sagen wir, du machst diesen Service in unserem Auftrag, im Auftrag der OSMF. Wir schließen einen Auftragsdatenverarbeitungsvertrag, ein schönes Wort, oder? Und dann darf er das im Auftrag der OSMF, er muss sich natürlich verpflichten, auch sich an den Datenschutz zu halten und so weiter, aber dann können auch solche Services weiter angeboten werden, wie sie Pascal gerade vorgestellt hat und die meisten, denke ich, wirklich gut finden, und ich gucke da eigentlich auch immer sehr gern rein. Gut, das habe ich schon erzählt. Ja, jetzt nochmal zur Einwilligung von Betroffenen. Das ist ja ist so ein Problem, weil Pauschaleinwilligungen oder Generaleinwilligungen sind nicht möglich. Also jemand kann nicht einfach sagen, macht einfach mit den Daten, die ihr erfasst, was ihr wollt. Das geht nicht. Derjenige, der einwilligt, dem muss man genau vorher sagen, wofür man die Daten braucht. Das würde also auch gehen, wenn man jetzt sagt, du darfst meine Daten eben zum Beispiel im Rahmen der Nutzerauswertung verwenden oder so. Aber es muss jeder einzelne Nutzer gefragt werden. Macht also einen riesigen Verwaltungsaufwand, weil eben dann auch Leute widersprechen und so. Ist also eigentlich unpraktikabel. Man sollte lieber auf diese vertragliche Basis sich stellen. Ja, und dann haben wir noch ein Problem. Ich habe jetzt so schön über die Erlaubnistatbestände geredet, aber die haben natürlich auch ihre Grenzen. Es gibt nämlich noch jede Menge datenschutzrechtliche Grundsätze, die einzuhalten sind und die dann wieder diese Erlaubnistatbestände ihrerseits begrenzen. Gut, dass das alles rechtmäßig sein muss, nach Treu und Glauben, ja, ist okay. Transparenz, wir müssen sagen, was für Daten wir erfassen und wie wir sie verarbeiten, das ist okay. Grundsatz der Zweckbindung, deswegen geht eben die Pauschaleinwilligung nicht. Man muss bei einer Einwilligung deswegen sagen, wofür man die Daten nutzt. Man ist zum Grundsatz der Datensparsamkeit verpflichtet. Man darf also nicht Daten nach dem Motto sammeln, oh, wer weiß, wozu sie mal gut sind. Also wenn ein Datenschutzbeauftragter kommt und fragt, für was nutzt ihr denn die Daten, dann muss man da konkret sagen können, na, für den und den und den Zweck. Wenn man sagt, oh, man weiß ja nicht, was kommt, gut, dass wir sie haben, ganz schlechte Antwort im Datenschutz. Dann Grundsatz der Speicherzeitbegrenzung, ja, wie lange muss man die eigentlich vorhalten? Stichwort auch Recht auf Vergessen. Irgendwann müssen die Daten mal wieder gelöscht werden. Spätestens zum Beispiel dann, wenn die Rechte wegen Lizenzverletzungen verjährt sind oder solche Sachen. Ja, das alles muss man also dann auch noch beachten. Habe ich noch was vergessen? Nö. Egal. Kommen wir zur Zusammenfassung. Meiner Meinung nach sollten wir im Wesentlichen die Contributor Terms aufbohren, da eben alles reinschreiben, was notwendig für eine funktionierende Community ist. Dann können wir uns im Wesentlichen auf diese vertraglichen Ermächtigungstatbestand berufen und können fast alle Services, wie wir sie haben, weiter anbieten. Eine andere Möglichkeit ist noch Auftragsdatenverarbeitungsvereinbarungen zu schließen mit Leuten, die also ein Community-Projekt anbieten wollen, was eben dann im Sinne dieser Interaktion im Rahmen einer Community stattfindet. Insgesamt kann man natürlich, oder muss man sagen, man hat Anpassungsbedarf
Es ist unter Umständen auch ein bisschen aufwendiger und es wird ein bisschen bürokratischer, aber das Ganze ist handhabbar und damit bin ich mit der mit meiner Datenschutzkurzfassung am Ende und freue mich auf Fragen. Ja, danke schön nochmal. Und ist die Einwilligung des Betroffenen an die Text- oder Schriftform gebunden? Keine Ahnung, muss ich ins Gesetz gucken. Aber ich glaube nicht. Man muss die Einwilligung nur so leicht widerrufen können, wie man sie erteilt. Ja, das heißt, wenn man sie also im Internet mit Knöpfen, mit Häkchen setzen kann, kann man sie nicht einfach dann widerrufen mit dreifacher Ausfertigung und Einschreiben. Was man eben auch beachten muss, wenn man über diese Einwilligungslösung geht, dass diese Einwilligung nicht endgültig ist, sondern dass sie widerruflich ist. Das heißt, man muss auch die Möglichkeit haben, dann die entsprechenden Daten aus der Datenbank zu entfernen, wenn die Einwilligung widerrufen wird. Das Problem handelt man sich bei einer vertraglichen Ermächtigungsgrundlage nicht ein. Noch eine Frage. Jetzt mal von Pascals Tool ausgehend. Sagen wir mal, er kriegt dann sozusagen die Befürwortung von OSMF, ja, kannst du benutzen unter folgenden Vorbedingungen. Müsste er dann das dann auch noch weiterreichen an den User dieser Plattform? Also müsste dann der User von How Did You Contribute dann auch nochmal so einen Dialog unterschreiben, ja, ich gehe da mit diesen Daten, ich gebe die nicht weiter und so weiter? Muss er nicht, weil Pascal würde ja das dann sozusagen im Auftrag der OpenStreetMap Foundation machen. Das wird dann, also er wird dann quasi so behandelt, als wäre er Teil der OpenStreetMap Foundation. Ne? Also das macht ja dann keinen Unterschied, ob es die Foundation selber programmiert oder sich den Programmcode von ihm übernimmt und er dann bloß wartet. Das macht keinen Unterschied, deswegen, er wird quasi so behandelt, als wäre er Teil der OSMF dann. Aber es darf eben nicht weiter dann nach außen kommen und unbefugte Dritte dürfen keinen Zugriff haben. Aber das haben wir ja quasi schon jetzt geregelt, dass bloß Leute, die bei OpenStreetMap registriert sind, da zugreifen dürfen. Wie funktioniert die neue Verordnung für Plattformen, die echt einen Zweck der Veröffentlichung haben? Also sagen wir wie ein wissenschaftliches Journal, da kann ja auch ein Autor später nicht sagen, ich stehe jetzt da als Autor vom Paper drin, bitte nehmt meinen Namen wieder raus, weil das ist personenbezogen. Und kann man das nicht bei OpenStreetMap so machen, dass es auch als Veröffentlichung gilt und OpenStreetMap bloß die Plattform ist, auf der veröffentlicht wird? Das ist eine nette Idee, geht aber nicht. Die Veröffentlichung von Autoren auf Aufsätzen und so weiter geht aufs Urheberrecht zurück. Und dort haben wir dann also das Urheberrecht, das Recht des Autors auf Namensnennung als gesetzliche Ermächtigungsgrundlage. Und bei Beiträgen bei OpenStreetMap gibt es keine Pflicht, den Namen zu nennen. Also das funktioniert meiner Meinung nach nicht. Kennst du Beispiele von Communities, die schon entsprechende Bedingungen formuliert haben und wo man sich schauen kann, wie man es richtig macht? Nein, und das würde auch nicht funktionieren, da jede Community ja anders ist und entsprechend auch andere Bedürfnisse hat. Ne? Das ist wieder das Ding der Datensparsamkeit. Man muss quasi zu jedem Datum, das man erfasst, sagen können, warum tun wir das? Und das ist bei jeder Community anders. Bei uns sind eben die Zeitstempel unter Umständen von Bedeutung, weil man wissen will, wer hat es wann getan, um das richtig einordnen zu können. Das ist aber bei einer anderen Community vielleicht völlig unwichtig, weil es da bloß um die Kommunikation untereinander geht und nicht um die Nachvollziehbarkeit von Edits. Ren Hoffmann, eine kurze Frage noch. In Ihrem Aufsatz, der sehr schön ist, da haben Sie noch ein Kapitel 4.3, Grundsatz der... Ins Mikrofon sprechen will. Grundsatz der Speicherzeitbegrenzung. Ja. Wo es heißt, okay, wegen Urheberrecht und Klagen sowas, ist man oft gezwungen, Daten 10 Jahre aufzubewahren, ne, weil danach verjährt es. Mhm.
Müssen nach 10 Jahren, sage ich mal, User-IDs dann rausgelöscht werden oder können die weiterhin noch darüber hinaus drin bestehen bleiben in der Datenbank? Das ist eine interessante Frage, die man nochmal genauer prüfen müsste, weil bei Beiträgen in eine Datenbank aktualisiert sich das Schutzrecht der Datenbank selber ja laufend neu. Wie sich das dann auf Beiträge auswirkt, die da hinten dranhängen, ist fraglich, aber da wir ja auch einzelne Elemente, mehrere Leute haben, die das anfassen, müsste man sich noch genau angucken, ob man das dann schon zeitlich dann irgendwann löschen kann. Leute, die da, die länger als 10 Jahre, der Edit, der länger als 10 Jahre zurückläuft, müsste ich noch mal im Detail drüber nachdenken. Wäre aber denkbar, aber ist jetzt nicht so, würde ich nicht ganz oben auf die Prioritätenliste stellen. Gut, Wikipedia müsste das gleiche Problem hier haben. Mhm. Vielleicht ich habe eine ganz grundlegende Frage. Oh. Die Datenschutzgrundverordnung ist ja eigentlich eine EU-Sache und die Foundation ist ja eigentlich eine britische Vereinigung. Deswegen hatte ich auch den Satz da reingenommen, dass die auch Großbritannien diesen Grundsatz umsetzt und weil man aus der Vergangenheit schlau geworden ist, dass die Leute dann irgendwie in Länder abwandern, die ein sehr niedriges Datenschutzniveau haben, hat die EU in die Datenschutzgrundverordnung reingeschrieben, Marktortprinzip, jeder, der mit personenbezogenen Daten auf unserem Gebiet arbeitet, ist der Datenschutzgrundverordnung unterworfen. Und wenn er hier keinen Vertreter hat, muss er einen Vertreter organisieren. Also man kommt da nicht raus, indem man jetzt die OpenStreetMap Foundation auf die Caymans verlegt. Also ein Mapper, der wohnhaft ist in Europa, ist schon jemand, wo die Foundation arbeitet damit. Das heißt, nicht der Datensatz muss dort liegen, sondern schon wenn der Contributor. Es reicht, dass die OpenStreetMap Datenbank in der Europäischen Union zugänglich ist.